Willkommen zu Papers, Please, der Videoguideform. Mein klassisches Intro. Wir sind heute am 20. Tag, da beginnt das Ganze, denn wir wollen das Ende 12 nachspielen. Besuch bekommen wir einmal mehr von der Staatslimousine. Ich glaube, dieses Ende hatte ich sogar in meinem normalen Let's Play auch erreicht. Doch, das wollen wir trotzdem nochmal hier in dieser Form nachholen. So wäre es korrekt. Und während der Herr langsam zu meinem Büro, zu meinem Kapüschen eilt, habe ich schon mal alles vorbereitet, Bilder abgehängt, ist ja offiziell. Und jetzt lauschen wir seinen Worten. It's too early to come all the way out here. Also er ist nicht zufrieden mit dem, was er machen muss. Richtig motivieren kann er mich auch nicht, aber ich bekomme immerhin eine Auszeichnung für meine gute Arbeit. Und jetzt kommt das Wichtigste. I have old friend coming through approve her entry. She is Shai Birzhovska. I do not want to hurt of any trouble. Also, ich soll eine Freundin und einen Freund von ihm über den Grenzposten lassen und den Grenzübergang erleichtern. Shai Birzhovska. Die Dame kommt dann später, und zwar um es genau zu nehmen, am 25. Tag. Am 20. Tag kommt der Auftrag, 25. kommt die Dame. Wir beginnen den Tag wie immer. Irgendwann im Verlauf des Tages kommt sie dann auch tatsächlich, legt dann ihre Papiere vor, wie immer, hat einen Diplomatenpass, aber damit stimmt eigentlich etwas nicht, wenn man es genau anschaut. Und sie versucht mich auch abzulenken mit einem Gespräch. Und wenn ihr es mal vielleicht genau anschaut, es stimmt nämlich nicht. Sie dürfte gar nicht mit diesem Diplomatenpass einreisen. Also der Diplomatenpass an sich stimmt, aber sonst stimmt es nicht. Und jetzt kann man sich entscheiden, entweder man würde sie natürlich über den Grenzübergang lassen oder, so wie ich als korrekter Beamten, man lässt sie verhaften und führt sie ab. Ich habe jetzt eigentlich korrekt meine Arbeit getan, jedoch nicht der Autorität gefolgt, nämlich meinem Vorgesetzten, und das rächt sich dann am 26. Tag. Denn wir sind ja in einem totalitären Regime und ihr habt Vorgesetzte leider manchmal die Macht, Dinge zu tun, die nicht immer mit dem Gesetz im Einklang stehen. Ich bekomme nämlich wieder Besuch von dieser netten Herren. Also mir, ich bereite mich mal so vor, als wüsste ich nicht, was mich erwartet. Oh, und harre den Dingen, die da kommen. Schön den Anhänger noch kurz verstecken. Und da ist er auch schon. Lauschen wir seinen Worten. You worthless urchin. I had to pull many strings to get Shai out. It was made very clearly to let her through. My patience with you has run out. Und er hat seine Geduld endgültig verloren. Your supervisor has reported you for theft of Astorska property. Also ich wurde gemeldet als Dieb vom Eigentum des Staates, was natürlich nicht stimmt, aber the penalty is forced labor. Arbeitslager kennen wir aus anderen Enden. Ich wurde also schamlos bei anderen angemeldet für Dinge, die ich gar nicht getan habe. Your family will be sent back to the villages or the village. Ich sag jedes Mal Mehrzahl. Die Familie kommt wieder mal ins Dorf zurück und natürlich bleibt die Grenze auch geöffnet. Es kommt einfach ein anderer Beamter an meiner Stelle. Und glory to Astorska. Der Staat mag gut sein, seine Mitarbeiter sind vielleicht qualitativ nicht die besten. Ich zähle leider dazu. Das Ende 12 von 20 ist hiermit erreicht. Und ich bin relativ überzeugt, ich glaube, das habe ich tatsächlich auch im normalen Let's Play erreicht. Trotzdem, es sei hiermit auch in der Form nachgereicht. Denn sicher ist sicher, und ich will ja alle Enden durchspielen. Nicht alle Enden sind so einfach, die weiteren werden immer wie komplizierter. Lasst euch überraschen, ihr dürft gespannt sein. In dem Sinne, wir hören und sehen uns später wieder. Hoffe ich zumindest.